Der heutige Tag bringt die gesamte Absurdität der derzeitigen Welt irgendwie auf den Punkt. Nicht nur haben wir wahrscheinlich eine Zeitenwende jetzt in Sachen Eurobonds, das heißt, wir bekommen eine Gemeinschaftshaftung. Das, was also die Griechen nicht geschafft haben, das schafft jetzt die Energiekrise. Wir werden als Deutschland zustimmen, so wie es aussieht. Scholz wird zustimmen, dass gemeinsame Eurobonds aufgelegt werden, für die alle dann haften werden. Also Zeitenwende, könnte man sagen, auf dem Weg zur Liraisierung der Eurozone. Die schreitet ganz erfolgreich voran. Und dann bekommt jemand heute einen Wirtschaftsnobelpreis, der im Prinzip all das mitverursacht hat, was jetzt alles schief läuft, nämlich die Idee, der Gedanke, naja, hast du eine Krise, musst du Geld drucken und dann wird alles wieder gut, und dann stellt man nach einer Zeit fest, wird doch nicht wieder gut, und dann ist die geniale Idee, dann drucken wir doch einfach nochmal Geld, und so geht es immer weiter, bis dann die Inflation gekommen ist und jetzt kannst du kein Geld mehr drucken, ohne die Inflation noch schlimmer zu machen. Und dieser Nobelpreisträger ist Ben Bernanke. Das wäre in etwa so, als würde ich den Medizin-Nobelpreis an einen Arzt vergeben, der immer nur das Symptom versucht zu kurieren, aber die eigentliche Ursache der Krankheit überhaupt nicht erkennt, gar nicht erkennen will. Und so sind wir jetzt in einem Schlamassel, das irgendwie nicht aussieht, als könnte es jetzt ein wirklich gutes Ende finden. Aber freuen wir uns an der Absurdität. Auch das hat ja Unterhaltungscharakter. Wir sind sozusagen in einem Abstiegsprozess mit Deindustrialisierung. Und jetzt kommt noch die Gemeinschaftshaftung obendrauf. Dann können wir wenigstens als Deutsche unser Elend vergemeinschaften. Das ist doch auch etwas Schönes. Mit Leid im wahrsten Sinne des Wortes. Die anderen leiden mit uns. Und all das natürlich eine Folge einer Voodoo-Energiepolitik, die sich sagt, naja, wir haben Mangel, dann machen wir doch Preisbremsen. Diese Preisbremsen sorgen für noch mehr Mangel. Das zeigt die Geschichte der solcher Preisdeckel doch zur Genüge. Das ist das eine. Und dann vergemeinschaften wir das ganze Problem noch. Das ist super. In der Finanzgeschichte haben wir es meistens so gemacht, dass die Profite nicht aufgeteilt wurden, aber die Schulden und der Dreck, der dann daraus entstanden ist, der wurde dann vergemeinschaftet. Und so machen wir jetzt wunderbar weiter. Schauen wir uns zunächst mal an, was heute an Absurditäten Großartiges passiert ist. Scholz offenkundig jetzt für gemeinsame EU-Schulden gegen die Energiekrise. Eine echte Zeitenwende. Das hatte Deutschland versucht immer zu verhindern. Wie soll das Ganze abgehen? Da hat der Scholz-O-Mat offenkundig eine Vorstellung, die heißt, nein, nein, das sind also keine Geschenke, sondern das sind eben Kredite und die müssen zurückgezahlt werden. Natürlich werden die Kredite zurückgezahlt. Ist doch klar, außer sie können nicht zurückgezahlt werden, dann gibt es wieder neue Kredite, damit die alten Kredite wieder zurückgezahlt werden können. Das wird dann der Ablauf sein, da darf man sich schon drauf freuen. Das ist im Grunde eine Gruppenhaftung im Clan, könnte man sagen. Und dieser Name Eurobonds kaschiert, dass es eigentlich um eine Gruppenhaftung geht und nicht um in Euro ausgegebene Bonds, also Anleihen. Natürlich sind die auch in Euro, klar, aber das eigentliche Prinzip ist eben diese Gemeinschaftshaftung, alle haften für alle. Und da können wir uns schon freuen. Obwohl, naja, so richtig erlaubt ist das nicht, aber wer kümmert sich schon um Regularien? Da hatten wir eigentlich mal den Paragraph 125 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Danach haftet die Union nicht für die Schulden der Mitgliedstaaten, ebenso wenig bürgen die Staaten für die Schulden der Union oder eines anderen Mitgliedstaates. Diesen Artikel wird man wahrscheinlich irgendwie mal schnell verstecken oder umdeuten. Egal, wir haben ja jetzt eine Sondersituation, wir haben eine Energiekrise, in die wir uns ja zielgerichtet auch hineinmanövriert haben, indem wir gesagt haben, statt das Angebot auszuweiten, schalten wir doch noch mal ein bisschen ab. Ist ja alles böse, ist ja irgendwie nicht so gewünscht von uns. Wir sind grün, durch uns wird die Welt dann gerettet werden, auch wenn wir dabei draufgehen. Das ist eine kluge Strategie, die jetzt voll ihre Früchte trägt. Jedenfalls sehen wir, dass die Finanzmärkte sofort auf diese Gemeinschaftshaftung reagieren. Wir sehen hier, bums, ging es nach oben. Mit der Rendite ist gleich Risikoprämien für deutsche Staatsanleihen. Das hat man sofort gemerkt. Und hier sehen wir die 10-jährige deutsche Staatsanleihe jetzt über 2,3%, während etwa die italienische Staatsanleihe
Staatsanleihe minus 9 Basispunkte, also die Renditen für italienische Staatsanleihen sind heute gefallen. Das sagt alles, denn damit sagen sich die Investoren, naja, dann wird Italien weniger riskant und Deutschland riskanter, denn wir haften ja auch für die Schulden der anderen. Und jetzt sehen wir, das hat sich eigentlich nicht abgezeichnet. Heute noch hatten wir den Spread, also die Rendite, die Risikoprämie, Differenz gesehen auf dem höchsten Level seit über einem Jahr zwischen BTP, das ist die italienische 10-Jahres-Anleihe, und der Bundesanleihe. Und all das ist ja mit dieser Energiekrise, mit dieser Haftung jetzt nicht aus dem Nichts gekommen. Wenn wir uns mal die deutschen Strom-Future-Preise anschauen, dann sehen wir, dass die höher liegen, was die Preise für das vierte Quartal 2023 betrifft, als für das erste Quartal. Das heißt, die Energiemärkte sagen, das ist kein kurzfristiges Problem, das wird lange uns erhalten bleiben. Ich bin in Kenntnis über Gespräche zwischen Leuten, die energieintensive Firmen leiten, die dann etwa zu Hamburger Politikern mit grünem Anstrich gehen und sagen, Leute, es geht nicht nur um diesen Winter, es geht um die nächsten 3 Jahre, die müssen wir überleben und das wird sehr, sehr schwer. Und dann gucken die und sagen, oh, ich dachte, es geht nur um den Winter. Nein, es geht um das Überleben in den nächsten Jahren, das sehen wir an diesen Preisen. Und wer nach einer Verzwanzigfachung des Strompreises voll funktionstüchtige Atomkraftwerke abschalten will, hat nicht verstanden, wie existenzbedrohend die Energiekrise wirklich ist. Und da hat Christian Lindner wirklich einen Punkt. Unabhängig vom Wahltag sagt er, das ist nicht Politik, sondern Physik. Dem kann man nur zustimmen, das ist pragmatisch. Wenn du einen Mangel hast, musst du dafür sorgen, dass das Angebot nach oben geht. Und wir haben ja die Möglichkeiten, das Angebot zu steigern. Wir wollen es nur nicht. Das ist das eigentliche Drama. Gucken wir uns mal an, wie es jetzt mit der Stromerzeugung etwa im Oktober aussieht. Da haben wir Wind, Nummer 1, 33%, Kohle 26%, Erdgas 7, Kernenergie 7. Kernenergie also noch wichtiger als Erdgas. Würden wir die Atomkraftwerke lassen, die drei, und die drei wieder, die schon stillgelegt wurden, wieder aktivieren, dann könnten wir wahrscheinlich die komplette Verstromung durch Gas abstellen. Das heißt, wir würden dieses Gas sparen für das, was wichtig ist, nämlich vor allem Heizen. Stattdessen schalten wir die runter und die Grünen Vorsitzende von Niedersachsen sagt gestern, ja, der Stresstest hätte doch gezeigt, dass wir Emden nicht mehr brauchen. Da fällt mir leider nichts mehr zu ein. Pardon. Halten wir das aus? Fragt hier der Spiegel. Stelter fragt, Daniel Stelter, haben wir eine Strategie? Natürlich nicht, weil unsere Politik entweder das Problem nicht erfasst oder sich nicht zutraut zu handeln oder, was am schlimmsten ist, nicht handeln will, sondern man macht dann so, naja, linke Tasche, rechte Tasche. Erst verteuert man künstlich eigentlich die Energie, indem man die Dinge so handhabt, dass der Mangel letztendlich entsteht. Dann verteilt man diesen Mangel wieder um und zahlt das Ganze aus der Staatskasse. Das, was aus der Staatskasse gezahlt wird, sind die Schulden von morgen. Das muss auch irgendwer bezahlen. Und so wechseln wir die Taschen, statt eben zu sagen, okay, Mangel heißt Ausweitung des Angebots, was wir ja könnten, aber eben nicht wollen. Und da ist auch diese Gaspreisbremse zu nennen, die ja an sich gut ist. Wenn die Firmen wirklich vor dem Exit stehen und viele Konsumenten vor dem Exit stehen, musst du was machen. Das ist ja löblich. Aber es ist wieder so kompliziert, so ungemein kompliziert, was hier passiert. Und wenn sie dann bald ihre Gasrechnung bekommen, werden sie überhaupt nicht mehr kapieren, was da los ist. Das ist ein so verschachteltes System, das ist unglaublich. Und das zeigt so ein bisschen dieses Kafkaeske dieser Situation. Das sind so Windungen und Irrungen und Wirrungen, die statt einer klaren Strategie, statt eines klaren Plans eben letztendlich nur das Elend verwalten. Und da steht natürlich Scholz musterhaft dafür. Eine solche Bürokratisierung der Politik, ein Bürokrat statt ein Churchill, wie ich mal getitelt hatte. Aber es ist nun mal, wie es ist. Kommen wir jetzt mal zu den Finanzmärkten insgesamt. Evans von der Fed, und das ist ja das große Thema für die Finanzmärkte, hat heute gesagt, ja, wir können die Inflation schnell nach unten bringen, ohne höhere Arbeitslosigkeit und eine Rezession in Kauf nehmen zu müssen. Naja, die Geschichte lehrt genau das Gegenteil. Jedes Mal, wenn die Fed schnell die Zinsen angehoben hat, und so schnell wie jetzt hat sie die Zinsen noch nie angehoben,
Dann ist da ein kleiner Unfall passiert, sowohl am Arbeitsmarkt als auch irgendwo an den Finanzmärkten. Gleichzeitig warnt er davor, Overshooting is costly, also zu schnell, zu hart, könnte auch gefährlich sein. Aber die Fed ist genau auf dem Weg, das zu tun. Und meine zweitbeste Freundin, Cathie Wood, hatte daraufhin einen Open Letter an die Fed gesendet, wo sie sagt, ja, wir haben jetzt vielleicht Inflation, aber es wird dann eine massive Deflation kommen. Das ist genau das, worauf sie immer spekuliert hat, eigentlich Deflation. Deswegen kauft sie Tech-Werte, die in Deflation immer sehr, sehr gut laufen, aber halt derzeit nicht so sehr. Wir sehen, dass die gute Cathy ziemlich unter Wasser ist und wahrscheinlich das so eine Art Notbrandbrief ist an die US-Notenbank. Aber selbst wenn die Inflation vorbei ist, ist wahrscheinlich für die Aktienmärkte das Problem nicht beseitigt. Denn wenn die Inflation nach unten kommt, dann werden auch die Margen der Firmen nicht mehr so sein. Und dann stellt sich nochmal die Bewertungsfrage neu. Dazu ein Artikel heute bei Finanzmarktwelt. Und hier sehen wir, wie stark die Wirtschaft derzeit abstürzt. Hier berichtet Luke Roman von einem Freund aus dem Frachtgewerbe, der sagt, September fell off a cliff. Wir sind von einer Klippe runtergefallen. Ich hatte gestern per Zufall mit jemand von Schenker gesprochen, diesem großen Logistiker, der gesagt hat, im Oktober haben wir dann nochmal eine Beschleunigung gesehen des Abwärtstrends. Wir fahren voll gegen die Wand. Und diese Branche hat ja 2 Jahre jetzt super verdient nach der vorherigen Krise. Jetzt fahren sie schon wieder gegen die Wand. Es ist unglaublich, wie sehr stark hier die Frachtpreise etwa nach unten gehen, weil die Nachfrage sinkt, weil die Wirtschaft eben unter anderem auch durch die Inflation diese ganzen Schocks nicht mehr verkraften kann. Morgan Stanley hat jetzt einen 56 Seiten langen Report heute gebracht über Inventory, also über Lagerhaltung. Und hier sagt man, es wird ein Race to the Bottom. Die Unternehmen werden sich mit Preisnachlässen überbieten, weil sie ihre Lager leer räumen wollen. Das wird auch in Deutschland für das Weihnachtsgeschäft gelten. Und dann werden wir sehen, dass selbst in Deutschland der Inflationsdruck nachlässt, in den USA aber umso mehr, weil die Firmen haben gehortet angesichts Corona-Krise und Ukraine-Krise. Und jetzt sehen Sie, die Nachfrage sackt zusammen, weil die Leute sich nicht mehr so viel leisten können. Also schnell raus mit dem Zeug. Und das wird disinflationäre Wirkungen haben. Jetzt hatte ich ja gesagt, die Absurdität triumphiert. Ben Bernanke gewinnt den Wirtschaftsnobelpreis. Das ist eigentlich der Vater der Inflation. Das ist die Haltung, wir können alles mit Geld zuschütten. Und jedes Mal stellt man dann erstaunt fest, jetzt müssen wir ja schon wieder irgendwie Anleihen kaufen, müssen schon wieder irgendwie das Problem lösen. Hier sehen wir Ben Bernanke, wie er praktisch das Monster der zombifizierten Ökonomie irgendwie versucht, auf wundersame Weise zu kurieren. Manche oder viele haben sich gewundert über diese Entscheidung. Außer einer, mein drittbester Freund Marcello Fraccherino, findet das ganz toll. Die drei Preisträger zeigen, wie wichtig Regierungen und Zentralbanken als Backstop in Krisen sind. Und sie notfalls große Ausgaben tätigen müssen. Ja, jetzt tätigen wir wieder große Ausgaben und in einem Jahr nochmal große Ausgaben und nochmal große Ausgaben und nochmal große Ausgaben, weil immer die Probleme irgendwie dann doch wieder nach oben kommen, weil wir eben nicht an die Ursache des Problems gehen, sondern nur das Symptom bekämpfen. Und dann wunderst du dich, dass diese Krankheit immer wieder auftritt. Vielleicht an anderen Stellen, die Symptomatik ist jedes Mal anders, aber es ist immer das gleiche Problem. Und das Problem ist, dass wir über unsere Verhältnisse leben, die Schulden schneller wachsen als die Wirtschaft. Und irgendwann ist Zahltag, jetzt ist Zahltag, weil wir nicht mehr Geld drucken können aufgrund der Inflation. Ben Bernanke nochmal, der hat großartige Vorhersagen gemacht Anfang 2008, also kurz vor der Finanzkrise. Die Fed sieht keine Rezession voraus. Dann hat er im Jahr 2007 gesagt, als die Immobilienblase in den USA bereits platzte, Subprime Mortgage Woes won't seriously hurt economy. Also die Wirtschaft wird durch diese Subprime-Geschichte, durch das Platzen der Immobilienblase nicht stark berührt. Wir wissen, dass das nicht der Fall war. Und mein Kollege Claudio Kummerfeld sagt hier, das ist Realsatire bei der Nobelpreisverleihung. Derjenige, der jahrelang die Grundlagen für das Gelddrucken und Nullzinsen legt, wird nun geehrt. Am besten müssten noch Marcel Fratscher und Madame Lagarde den Nobelpreis für die präzisen Vorhersagen der Inflation erhalten. Exakt, gerade an Marcel Fratscher, der gesagt hat, ach, diese Inflationspanikmacher, der sagt jetzt, die Inflation wird immer bleiben. Auch da wird er wieder falsch liegen, der Marcello. Also
Wenn Sie einen super Kontraindikator brauchen, dann immer an Marcello Fracerino denken und natürlich an Madame Lagarde. Hier nochmal abschließend zu dieser dramatischen Lage, Eskalation des Ukraine-Krieges. Hier hat heute offenkundig gegenüber der New York Times ein ukrainischer Offizieller zugegeben, soweit dieser Bericht stimmt, man muss das immer mit Vorbehalt sehen, dass offenkundig doch die Ukraine hinter diesem Anschlag, könnte man sagen, auf diese Krimbrücke steht. Und zwar soll es sich um einen 51-jährigen Mann handeln, der Lkw-Fahrer ist, der dann praktisch in einem Selbstmordanschlag sozusagen sich in die Luft gesprengt hat. Und jetzt noch satirisch, wie Sputnik Not vorschlägt, Scholz schließt aus, dass wir moderne Verteidigungswaffen an die Ukraine liefern. Stattdessen sollten doch die ukrainischen Städte näher an Deutschland heranrücken. Nun, einige Menschen aus der Ukraine sind ja schon ein bisschen näher herangerückt, gell? Also, aber das ist ein guter Vorschlag. Das ist in etwa auf der Sinnebene, wie Ben Bernanke den Wirtschaftsnobelpreis zu verleihen. Auch eine großartige Idee. Hier nochmal der Artikel, den ich heute dazu geschrieben habe, warum es vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, Ben Bernanke diesen Nobelpreis zu geben. Erster Vorschlag. Zweiter Vorschlag. Nochmal, lesen Sie sich das mal durch, was da offenkundig auf uns zukommt. Deutschland für gemeinsame EU-Schulden gegen die Energiekrise und dann Gaspreisbremse. Dritter Artikel. So werden Bürger und Unternehmen konkret entlastet. Das ist Kafka-S pur. Also drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.